Obviously. Ja, also, schönen guten Abend und willkommen zur heutigen Talkshow. Ich begrüße hiermit alle Anwesenden recht herzlich. Ich habe Sie, Herrn Professor Dr. Bergholz, bei Club der klaren Worte gesehen und fand alles sehr interessant, was Sie da in diesem Video gesagt haben. So haben wir uns also heute hier versammelt und wollen sprechen zum Thema Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Wie könnte man das Gesundheitswesen reformieren Richtung erste Psychologen für Gesundheit? Und ich würde sogar noch weitergehen. Wie können wir die ewigen und unendlichen Gesundheitsskandale, wie zum Beispiel den aktuellen Gesundheitsskandal, unwahrscheinlicher machen? Ich hoffe, dass die heutige Talkshow von vielen meiner Basiskolleginnen und Kollegen gesehen wird und leite nun weiter an unseren heutigen Moderator, Diplom-Theologe Jürgen Wagner. Wie der Herr Birn vorher schon gesagt hat, bekannt aus dem Fernsehen, Menschen bei Maischberger, Stefan Raab, NDR und so weiter. Herr Wagner, bitte übernehmen Sie die Moderation. Dankeschön. Ja, ich danke und freue mich, dass ich so schon vorgestellt wurde als Anwalt der freien Argumentekultur. Will da gar nicht viel weiter zu sagen. Wer da Interesse hat zu sehen, wohin einen Menschen das führen kann, also ich lebe auch ohne Staat und Geld und alles so und tausche nur noch Geschenke aus mit anderen Menschen. Wer näher sehen will, wohin einen die freie Argumentekultur führen kann, wenn man sie radikal verwirklichen will, der kann das auf meiner Hauptseite, ist auch auf meiner Stirn, global-love.eu. Und wer Praxisübungen machen will in freier Argumentekultur, kann ein Forum nutzen, was da so eine Experimentalplattform sein soll. Und die Plattform ist auch leicht zu merken, freie-argumente-kultur.net. Ja, das reicht erstmal. Ich werde dann moderieren. Dabei werde ich mich zurückhalten inhaltlich, sondern hauptsächlich dann Bedeutungsvermittler sein, also mal hier, mal dort vielleicht was übersetzen, wenn der Fluss nicht so richtig läuft. Ansonsten auch darauf schauen, dass die Zeitabläufe funktionieren. Und die sehen dann normalerweise so aus, dass die drei Sachexperten, sage ich jetzt mal, die wir hier haben, der Herr Wallach, der Berghoff, der Herr Dillen, dass die jeweils 4 Minuten immer was sagen können und dass dann ein Input wiederkommen kann durch die Frau Mesli oder ja, hauptsächlich ist es die Frau Mesli, denke ich dann. Vielleicht kommen ja auch noch welche dazu. Waren noch ein paar mehr eingeladen. Und dass das dann so Fragen sind, die das Gespräch weiterführen können, also den Also, Herr Fortschritt. Wagner, Sie können dann auch einfach Kurzstatements und Fragen auch sich genauso wie die Frau Mesli dann an uns wenden, gell? Alles klar, gerne, dann mache ich da auch ein bisschen mit. Und wir, also die Frau Mesny und ich dann oder andere, die noch dazukommen, nutzen dafür 1 Minute oder 1,5 Minuten, um da was zu sagen. Und dann geht die Runde wieder bei Ihnen weiter mit jeweils 4 Minuten, wo Sie dann Ihre Sichtweisen erklären können. Ja, wie wir schon besprochen haben, wenn der Herr Wallach schon was vorbereitet hat, fangen wir mit ihm vielleicht an und gehen dann weiter. Vielleicht noch der kleine Hinweis, dass wir immer so circa 4 Minuten machen und dann in der nächsten Runde wieder 4 Minuten. Das heißt, Sie können alles dann, man kann dann alles später noch nachtragen, weil wir machen immer die Runden immer weiter sozusagen. Ja? Herr, haben Sie eine Uhr, Herr Wagner? Haben Sie eine Uhr und brauche ich unsere Ja, nicht zu verwenden? auf jeden Fall habe ich eine. Ja, dann los. Dann kann der Herr Wallach gerne anfangen. Gut, ich danke sehr herzlich, Herr Wagner, fürs Wort und danke für die Einladung, Herr Dillen, und allerseits guten Abend. Ich gebe mal hier so eine ganz grundsätzliche Idee ins System. Die habe ich auch vor ein paar Jahren mal publiziert in einem kleinen Buch, das heißt Heilung kommt von innen. Und die ist folgendermaßen. Ich glaube, was wir machen müssen, ist die Versorgungsstruktur, also die Bezahlungsstruktur des Gesundheitswesens ändern, ganz grundlegend. Denn im Moment werden Interventionen bezahlt, Diagnostik zum Beispiel, Eingriffe. Und das ist eigentlich psychologisch gesehen
eine Unterstützung von Krankheitsverhalten, weil es nämlich diejenigen belohnt, wenn man so will, die krank sind, jetzt belohnt im psychologischen Sinne, und nicht diejenigen, die gesund sind. Das heißt, wir müssten uns irgendwas ausdenken, was dazu führt, dass Gesundheit belohnt wird und Krankheit nicht bestraft, aber auch nicht gefördert oder belohnt wird. Und vielleicht wäre das Einfachste, wenn wir anfangen würden, die Zeit der Ärzte und der Gesundheitspraktiker zu finanzieren und nicht die Interventionen. Das ist nicht ganz trivial, weil so ein System gibt es zum Beispiel in England auch und es funktioniert dort nicht immer gut. Also müssten wir uns überlegen, was dort nicht gut funktioniert und das dann hier ändern. Aber das wäre mal so eine ganz grundlegende Idee, mit der wir vielleicht die Diskussion beginnen könnten. Ja, danke schön. Sind Sie schon fertig mit dem ersten Beitrag so? Ja, das war mal so eine erste Idee, mit der wir anfangen können zu diskutieren. Wir brauchen ja nicht gleich drei aufs Mal, eine reicht ja, oder? Natürlich, alles bestens. Dann gebe ich mal weiter an den Herrn Bergholz. Okay, ich habe das Mikrofon an, man hört mich, denke ich, ja. Ja, super. Ja, das ist genau der Punkt. Die Belohnung, dass jemand krank ist, und zwar jetzt, ich rede vor allen Dingen von der Belohnung für die Ärzte und andere, die daran verdienen. Na, also es ist ja so, ein Arzt, soweit ich weiß, bekommt für ein Vierteljahr Patientenbetreuung 17 Euro irgendwas oder in der Preislage. Und wenn er dann aber irgendwelche Untersuchungen macht oder also irgendwelche Interventionen, dann gibt es wesentlich mehr Geld. Und dafür, also jetzt nehmen wir mal den Fall an, der Arzt sagt, okay, das ist mir jetzt alles egal. Ich rede erstmal mit meinem Patienten und versuche rauszukriegen, wie ist der drauf, was fehlt ihm vielleicht wirklich, mache mir auch dann längere Gedanken, was ich überhaupt mache, vielleicht muss ich überhaupt nichts machen. Und am Ende ist mein Ziel, dass er möglichst gesund ist und ich ihn möglichst wenig in der Praxis sehe, weil er halt gesund ist. Und das ist ja ein grundsätzlicher Systemfehler, sehe ich auch so. Und die Heilpraktiker können natürlich sicher da ein Lied von singen, zumindest, oder auf jeden Fall die homöopathischen Heilpraktiker, die ja ziemlich viel Zeit investieren in die Anamnese und dann am Ende, na gut, wenn sie es Privatpatienten sind, dann bekommen sie auch halbwegs ordentlich dafür bezahlt, aber im Kassensystem ist das einfach ja ein Systemfehler. Wenn man sich fragt, das ist jetzt so ein bisschen aus Qualitätsmanagement heraus argumentiert, und dann bin ich auch gleich fertig, wenn man irgendeinen Missstand sich anschaut, und wir haben ja festgestellt, der Missstand ist, wie es der Kollege Wallach richtig gut gesagt hat, das Anreizsystem ist falsch. Und dann fragt man, muss man fragen nach einer Toyota-Regel, ja, und warum ist das falsch? Da ist jetzt meine unmaßgebliche Antwort, naja, da haben vielleicht irgendwelche Standesvertreter sich gut überlegt, wie müssen wir es gestalten, dass wir möglichst viel Geld verdienen. Und dann ist die nächste Frage, und wieso konnte das so sein? Das führt uns dann ein bisschen in den Bereich der Politik. Und wie werden überhaupt Gesetze geschrieben? Also Stichwort Lobbyismus. Also abgesehen davon, dass wir was ändern müssten, ich denke, es wird dann nur dann funktionieren. Und das interessiert sicher auch die Frau Mesli besonders, wenn wir auf der politischen Seite was ändern. Und zwar, ich sage mal, da muss wirklich ein grundsätzlicher Systemwechsel her. Ja, und wie wir das im Detail machen, da können wir dann ja später drüber reden. Darf ich da noch schnell was zu ergänzen, bitte? Hoppla, da kommt jetzt was. Ja, gerne, gerne. Ja, und zwar, ich glaube, warum das so ist, historisch gesehen, oi, da kommt jetzt ein ganzen Haufen Material. Aber ich sage jetzt einfach noch schnell ein paar Takte dazu. Historisch gesehen muss man es, glaube ich, so sehen. Das Gesundheitswesen hat sich ja aus einem System entwickelt, das zunächst mal vor allem für akute Probleme zuständig war. Also Unfälle, Schmerzen, Kriegsverletzungen, akute Infektionen. Und das ist natürlich durchaus ein System, bei dem die Intervention und die Betreuung der Patienten finanziert werden muss. Nur hat sich das im Laufe der Zeit, also vielleicht seit Anfang des letzten Jahrhunderts, komplett verändert, weil die Kranken
immer weniger nur akut sind, sondern eben sehr, sehr viel mehr chronisch. Und diese chronische Betreuung, die müsste sozusagen ganz anders konzipiert werden wie die Akutversorgung. Und das ist, glaube ich, auch so ein grundlegendes Systemproblem, dass dieser Übergang in der Gesundheits- oder Krankheitsstruktur der Bevölkerung nie vom System richtig reflektiert worden ist, sondern das System hat sich sozusagen immer angepasst und diese alte Idee weitergetragen. Also ich würde es nicht mal so sehr unbedingt, Herr Bergholz, den der Gier oder dem Bedürfnis irgendwelcher Standesvertreter zuschreiben, dass es so ist, sondern ich würde das vor allem als eine historische Entwicklung sehen, auf die die Politik nie angemessen reagiert hat. Und dann konnten sich natürlich all diejenigen, die ihre eigenen Süppchen da kochen wollen, gut damit arrangieren. Wäre mal so eine Kurzdiagnose von mir. Okay, danke schön. Dann gebe ich mal an den Herrn Dillen. Den man nicht hört, der sein Mikro einschalten muss. Ja, Jetzt also hören ich Sie höre. mich, Ja, gell? sehr Herr schön. Professor Bergholz, aus technischen Gründen, weil wir Sie nachher größer im Bild haben wollen, bitte 20 Zentimeter aus Ihrer Sicht nach rechts rücken, damit Sie besser im Bilde sind für die zentralen Aufnahmemaschinen. Ja, sehr gut, sehr gut. So können wir es lassen. Ja, wunderbar. Und jetzt muss ich zurück zu meinem Schaubild. Sie haben es gemerkt, ich habe eine Präsentation eingeschaltet, weil ich ja dachte, ich wäre gleich dran. Lassen Sie sich davon nicht stören, denn erstmal, Herr Professor Wallach, das ist genau richtig, was Sie gesagt haben. Das geht genau in die richtige Richtung. Ja, Ärzte werden ja quasi im Moment bestraft, wenn sie Zeit aufwenden. Übrigens sind irgendwo noch Mikrofone an. Das hört man an den Rückkopplungen. Das ist dann in der Aufnahme immer sehr störend. Bitte alle Mikrofone ausstellen. Und gerade dann nach Zeit zu bezahlen, würde dem Arzt ja endlich wieder die sprechende Medizin, die homöopathisch sprechende Medizin erlauben. Und sozusagen, ich habe ja schon Ihnen schon immer gesagt, dass auch ich der Meinung bin, für mich ist entscheidend nicht, ob eine Theorie, zum Beispiel die Theorie der Homöopathie, in irgendeiner Weise mich jetzt als naturwissenschaftlichen Denker überzeugt. Hauptsache, das Ganze wirkt und hat eine ganz positive Einfluss auf Menschen und vor allem einen oft sehr viel besseren Einfluss auf die Gesundheitsentwicklung der Menschen als ein schulmedizinischer Einfluss. Also insofern gilt da für mich ganz, ganz richtig, wer heilt, hat Recht, ja, oder wer Gesundheit fördert, hat einfach Recht, ne? Und da ist sozusagen der Punkt. Aber Sie haben es auch angedeutet, Herr Professor Wallach, dass das englische System auch so ein bisschen so seine Probleme damit ansatzweise hat. Das habe ich auch immer so im Hinterkopf, dass ich das immer mal gehört habe. Ja, und Herr Professor Bergholz, ich habe es jetzt, vielleicht müssen Sie dann gleich in der nächsten Runde nochmal sagen, ich habe jetzt von Ihnen noch nicht so das neue Modell gehört, sozusagen. Übrigens, Herr Wagner, gell, Sie winken ja wieder, wenn ich mich den 4 Minuten nähere. Und dann fange ich mal an, denn ich möchte noch weitergehen als das englische Modell, weil die Grundüberlegung ist immer die Wasserdichtigkeitsüberlegung. Da bin ich mir mit Professor Hans-Werner Sinn einig, der leider noch nicht Mitglied im Weltrat ist, dass nämlich Systeme wasserdicht sein sollten. Und wenn sie nicht ganz wasserdicht sind, dann sollten sie wenigstens 99,9%ig wasserdicht sein. Und deswegen habe ich diskutiere sehr gerne über eine neue Wahlstimme, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, so dass wir dann gucken können, ja, zum Beispiel 2000 Menschen haben sich einen Hausarzt gewählt, eine Praxis, die übrigens auch, das kann eine Heilpraktikerpraxis sein. Wir würden also Ich neige dazu, zu öffnen für alle Anbieter, wirklich alle. Und die würden ja dann sowieso nur ihren Patientenstamm mitbringen, erstmal. Das wäre also keine Gefahr für die Volksgesundheit, wenn da auch für alle geöffnet würde. Aber dann messen wir, wie sich die Wohlfühlstimmen dieser
dieser Patienten, die beim Bundeswahlleiter gesammelt werden. Natürlich müssen wir auf zwei Dinge ganz stark bei einer Wohlfühlstimme achten, um die Wasserdichtigkeit zu garantieren. Erstens müssen wir alle Sicherheitsmechanismen einbauen und eine ständige Wachsamkeit haben gegenüber der Tatsache, dass jemand versuchen könnte, mit Einschleusen von Drogen in die Menschen Wohlfühlen künstlich zu erzeugen, sich daran zu bereichern. Und bevor die Leute dann schwer krank werden durch die Drogenzuführung, dann sich mit den gewonnenen Geldern ins Ausland abzusetzen. Und dann, ja, solche Dinge muss man verhindern. Und das kann man, das kann man. Ja, aber die andere Sache ist auch, man muss natürlich auch Bundeswahlleiter und Statistisches Bundes- und Wahlamt Wiesbaden und Landeswahlleiter und statistische Landesämter, die müssen natürlich geschützt werden wie Fort Knox gegen jede Form der Versuche, manipulativ in diese Wahlstimmen, die Wohlfühlwahlstimme einzugreifen. Man sieht es hier, die beginnt mit 3 bis 4 als Schulnote am Anfang. Jeder hat die 3 bis 4 am Anfang, und wenn er dann was Änderungsmeldung gibt, sollte er zum Beispiel sagen 4+, also es geht mir etwas schlechter, 3-, es geht mir etwas besser. Und wenn er vorzeitig stirbt, gibt es automatisch die 7, und die läuft beim Arzt automatisch weiter, sodass der Arzt niemals in die Versuchung geraten würde, weil ja seine Verdienstzuschüsse nach den Notenentwicklungen sich bewegen, niemals in die Versuchung käme, zu wenig zu tun, zu wenig zu operieren, zu wenig Krankenhausaufenthalte anzuregen und so weiter, weil er sonst mit der 7, und die läuft dann jahrzehntelang eventuell weiter, und diese Zahl 7 wird er nie wieder los, und die kostet ihn dann immer Geld, ne? Und nachher gehe ich ein auf die Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve und den tatsächlichen Gesundheitsaufwand, mit dem man das ganze System auch noch präzisieren könnte, noch viel exakter machen könnte. Man könnte auch die Beitragsrückerstattung Sonderbelohnungsprämie diskutieren, die oft sehr stark abgelehnt wird, weil das ja dann bedeutet, dass auch der Patient ja quasi so ein bisschen geschubst wird, mitzuarbeiten an seinem Gesundheitszustand. Und durch diese Reform mit der Wohlfühlstimme würde es so kommen, dass der Arzt und jede Praxis, ich habe ja gesagt, wir öffnen für alle Praxen, ja, Frau Miesli, Sie könnten als Ernährungsberaterin, dürften auch eine Praxis aufmachen und hätten Krankenkassenzugang. Ja, das als letzter Gedanke noch, weil die Zeit gleich um ist. Letztendlich würden die Praxen ein kostenloses, faszinierendes Freizeit- und Wochenendkursangebot machen, von Sport über Ernährungsberatung, über Tanzen, Singen, Musizieren, also egal, Hauptsache, was gesund hält, was den Menschen hilft, und Sozialkontakte, was sie aus der Einsamkeit rausholt, was gesund macht, egal was. Und das ist so, davon träume ich, von solchen Systemen, ja. Aber das ist das, was man kontrovers diskutieren kann. Im Weltrat gibt es noch viele andere Vorstellungen. Es gibt noch Budgetlösungen und so weiter. Aber ich träume von dieser großen Lösung, von der wasserdichtesten Lösung sozusagen, ja. Ja, dann gebe ich wieder weiter an den Moderator zurück, ne? So, jetzt bin ich wieder eingeschaltet. Dankeschön, Dankeschön. Und ich denke, da können wir vielleicht mal zwischendurch so ein Feedback von der Frau Miesli vielleicht schon hören, was sie da bisher aufgenommen hat und was vielleicht besonders interessant ist oder wozu Fragen sind, die uns dann in die zweite Runde führen können, wo wir weiter diskutieren. Frau Miesli, also, ja. Wenn ich jetzt was sagen darf. Ich bin durchaus der Meinung von Herrn Professor Bergholz, der Patient sollte immer, oder der gesunde Patient sollte immer im Mittelpunkt stehen. Und wenn ich jetzt an mich selber als Patientin denke, krankt ja das System momentan wirklich daran, dass der Hausarzt praktisch keine Zeit für mich hat. 5 Minuten maximal, dann wird man ja quasi wieder bei der Tür rausgeschmissen. Und bei der Gesundheit spielen so viele Faktoren mit rein. Das sind ja auch die psychischen Faktoren. Das ist der Ernährungsfaktor und so viele andere Dinge. Und so gesehen stimme ich natürlich irgendwo auch dem Vorschlag von Herrn Dillen zu,
der sagt, wir sollten die Praxen sozusagen öffnen als Gesundheits, ja, Stationen. Und da wollte ich wissen, ob Sie, Herr Professor Wallach und Herr Professor Bergholz, da sich das vorstellen könnten. Ja, danke schön, danke schön. Kann ich da vielleicht mal Na drauf klar. was sagen? Herzlich gern. Klar, Ja? natürlich. Dann gebe ich an Sie weiter und das ist Ihr Beitrag. Dann würde ich das vielleicht mal aufgreifen. Ich finde diese Idee grundsätzlich gut. Also das, was Herr Dillen da jetzt vorgeschlagen hat mit dem Wohlfühlnoten, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut finde. Das müsste ich mir noch überlegen. Ich glaube, es würde einfach ausreichen, wenn wir ein Entlohnungssystem aufbauen, bei dem Zeitaufwand bezahlt wird und vielleicht noch irgendwas dazuschalten, bei dem diejenigen, die besonders erfolgreich sind, irgendeinen Bonus kriegen oder so, weil dann würde wahrscheinlich die Patientenverteilung das Problem lösen. Und was ich sowieso schon lange notwendig finde, ist, dass wir irgendeine Beraterinstanz, sagen wir mal so, oder einen Beratungsberuf brauchen, einen Gesundheitsberatungsberuf, der zwischen der Kompetenz eines Arztes und zwischen der Kompetenz eines klinischen Psychologen liegt. Also jemand, der genügend psychologische Kompetenz hat, um mit Menschen gut zu kommunizieren. Und der genügend medizinische Kompetenz hat, um Probleme, also die sogenannten roten Flaggen, also die Problemsymptome zu erkennen. Und ansonsten genau den Aufwand treibt, von dem jetzt zum Beispiel Frau Mesli spricht. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da viele Wege dorthin gibt, dass also kompetente Heilpraktiker, kompetente Ernährungsberater das genauso können wie Hausärzte. Weil das, was Hausärzte früher gemacht haben, nämlich diese Lebensbegleitung von Menschen durch alle möglichen Phasen des Lebens hindurch, gar nicht notwendigerweise nur durch die Krankheit, die ist ja immer mehr entfallen, weil Ärzte immer weniger Eine Zeit haben. Sekunde, Herr Professor Wallach, bitte sofort weitermachen und nochmal vorher ansetzen. Irgendjemand muss noch ein Mikro anhaben, das kommt zu sehr großen Störungen. Das ist sehr störend dann für die Zuschauer der Sendung dann später. Bitte Mikro abschalten und auch vielleicht sicherheitshalber den Lautsprecher leiser drehen, damit, falls das nochmal vorkommt, dass es nicht zu Rückkopplungen kommt. Ja? Herr Professor Wallach, ruhig nochmal zwei Sätze vorher ansetzen und weitermachen, bitte. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese, ich nenne es vielleicht mal Lotsendienste durch das Leben und durch das Gesundheitswesen von allen möglichen Beratern durchgeführt wird, von Leuten, die schon im Gesundheitssystem sind. Vielleicht brauchen wir sogar einen komplett neue Berufsform, Lebens- und Gesundheitsberater oder wie auch immer, die dann eben genau diese Funktion von Hausärzten übernehmen, die früher normale Hausärzte hatten, die aber immer mehr wegfällt, weil Ärzte eben im Moment aufgrund des Gesundheitssystems das überhaupt nicht mehr durchführen können. Es könnte ja auch sein, dass das Ärzte machen, wenn sich dieses System von der Entlohnungsstruktur her ändert. Das wären damals ein paar Ideen. Ja, danke, Herr Wallach. Ich greife mal zur Anregung so zwei Punkte auf, die jetzt im Gespräch aufgetaucht sind. Das eine ist, im Moment wird belohnt, je mehr der Arzt Kranke hat, denen er Behandlung gibt, Medikamente verkauft und so weiter. Wie könnte man es ändern, dass der Arzt umso besser bezahlt wird, wie die Leute gesund sind und am besten, sage ich jetzt mal, aber auch gar nicht mehr zu ihm kommen? Also das würde jetzt dagegen sprechen, dass die Behandlungszeit der Maßstab, als Maßstab gut wäre, weil im Prinzip, je gesünder die Leute sind, desto weniger Behandlungszeit würden sie auch brauchen. Also insofern scheint mir die Wohlfühlstimme als direkter Maßstab, wie gut geht es den Leuten, auch wenn der Arzt vielleicht gar nichts tut, als der geeignetste Belohnungsmaßstab zu sein, damit nicht doch belohnt wird wieder, was die Krankheit fördert. Und das andere wäre, was der Herr Wallach jetzt gesagt hat, dass Gesundheit ja nicht nur die im engeren Sinne ärztliche Behandlung umfasst, sondern dass, wie das früher auch war, nicht nur bei Hausärzten, sondern auch bei den Schamanen und anderen in den Naturvölkerstämmen, dass die Sinnorientierung des Menschen, die Heilung durch Sinn, durch Lebensberatung ja auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Und dass das auch eine Frage wäre, wie das integriert werden kann in solche Gesundheitskonzepte, so umfassende Lebensberatung quasi. Okay, das mal so rausgepickt als Punkte, die im bisherigen Gespräch so schon zutage getreten sind. Wer möchte weitermachen? Möchten Sie, Herr Bergholz, weitermachen? Alles klar, dann gebe ich an Gerne. Sie weiter. Gerne. Okay, das möchte ich aufgreifen. Wie kann man messen, ob ein Arzt möglichst viele gesunde Patienten hat, die er betreut? Da ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn jemand gesund ist und arbeitet, dann merkt man das ja daran, wie wenig Fehlzeiten er hat oder wie viele. In der Arbeitswelt ist es ja oft so, dass einem das jetzt negativ angerechnet wird. Und das würde ich jetzt gar nicht so pushen wollen, aber wenn einem Arzt sollte es positiv angerechnet werden, wenn seine Patienten entweder halt sehr wenig Fehlzeiten bei der Arbeit haben, aber nicht jeder steht in irgendeiner Arbeit, wo er dann sich krank schreiben lässt. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man diese Idee vom Herrn Dillon mit der Wohlfühlstimme zumindest oder einen zweiten Parameter nimmt, an welchen Tagen fühle ich mich fit und an welchen Tagen so, naja, so lala und an welchen Tagen richtig krank. Und je mehr diejenigen, die da ihre Stimmen abgeben, sozusagen im positiven Bereich sind, desto besser für den Arzt. Das wäre dann auf jeden Fall für ihn ein Ansporn, sein Möglichstes zu tun, dass es den Leuten gut geht. Und wenn ich gleich noch mal kurz weitermachen darf, ein Aspekt, den der Herr Wallach zu Recht gesagt hatte, war mir jetzt nicht klar, von der Akutbehandlung und akuten Eingriffen, die nötig sind, ja, also oder akuter Reparaturbetrieb, ist ja vieles in die chronischen Krankheiten gegangen. Und eine wichtige Frage wäre jetzt, aber das vielleicht nicht jetzt, aber ich finde das ganz wichtig, dass man sich, dass wir uns später mal fragen, wie kommt es, dass es mehr chronische Krankheiten sind? Na, das ist sicher dann auch ein Ding, wo wir dann am Ende, wenn wir meinen, wir hätten ein paar Gründe dafür gefunden, das müsste dann ja auch in unseren neuen Bauplan fürs Gesundheitssystem eingehen. So, ich denke, ich habe meine 4 Minuten einigermaßen ausgefüllt. Noch nicht mal ganz, aber wenn Sie fertig sind mit Ihrem Beitrag. Ja, fertig. Alles klar. Wie sieht es aus? Will der Herr Dillon mal wieder was sagen? Okay. Ja, Sie winken wieder oder sagen Time, wenn ich Sie übersehe. Das kann ja passieren, ja? Ja, ich glaube, Sie sehen wieder den Text hier. Also erstmal vielleicht zu Herrn Professor Wallach. Das finde ich ganz toll, das Konzept. Ich bin ja selbst auch neben als ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse und als Musiker und Mediator eben auch Gesundheitsberater, Gesundheitscoach und Präventionsberater. Genau das ist es. Vielleicht braucht es eben auch, aber ich denke, dass dann auch die zukünftigen Lebensbegleiter auch eine Praxis aufmachen dürfen. Wir haben da sogar das Konzept in der Diskussion, dass man sich sozusagen zum Beispiel eine Instanz fürs Körperliche suchen kann, egal Heilpraktiker oder Arzt, und eine Instanz auch für die Psyche, für die klinische Psychologie, den psychotherapeutischen Aspekt, also einmal für die überwiegend sprechende Behandlung, das andere über die körperliche, da sind irgendwo noch Mikrofone an, wieder. Das ist sehr wichtig, weil die Zuschauer, in der Aufnahme wird das dann leider doppelt so laut, wie man sich das jetzt vorstellt. Und von daher, das ist genau der richtige Weg. Also unser Konzept ist ja jetzt meines, ist ja jetzt Öffnung für alle und dann aber die Leistung messen, ne? Und so, dass dann also auch Scharlatane, sei es schulmedizinische Scharlatane oder sagen wir mal sonstige Scharlatane, auch enttarnt werden und dann in den Ranglisten, wenn die Leute dann Frau Miesli zum Beispiel in der Umkreissuche sucht, wer ist in der Nähe, welche Ranglistenposition hat er in ihrer Region, und ja, und dann sucht sie sich natürlich die mit den höheren Ranglistenpositionen aus, und die Scharlatane landen natürlich dann ganz unten in den Ranglisten, ja, weil sie einfach wenig Gesundheitsförderung haben, sondern eher krankheitsfördernde Wirkung oder so.
Und ja, und dann war noch etwas, Professor Bergholz, die Fehlzeiten. Das ist, vielleicht sind Sie auch drauf gekommen, weil die ja auch hier stehen, gell, die Fehlzeiten. Denn das war so allerdings gedacht, dass zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, dass es ja heutzutage Ärzte gibt, die zum Beispiel dann, also um den Patienten nicht zu verlieren, sich von den Anreizen her, von den Fehlanreizen her genötigt sehen, Leute krank zu schreiben für die Dauer der Europameisterschaft, auch wenn die überhaupt nicht krank sind. Dadurch werden die Arbeitnehmer sehr geschädigt, die Arbeitgeber sehr geschädigt. Und deswegen sollte man dann auch sowas machen, vielleicht wie die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens dem Arzt auch anzurechnen und dadurch damit seine Verdienstzuschüsse zu reduzieren, sodass der Arzt auch Verantwortung dafür übernimmt, dass der Patient auch eben dann für das Unternehmen nicht nach Belieben krankgeschrieben wird. Dann haben wir diesen Krankschreibungsflut ein bisschen reduziert. Also, und natürlich wird der Arzt aber die Praxis automatisch so viel krank schreiben wie nötig, denn wenn zu wenig krank geschrieben würde, würde der Patient sich krankhaft entwickeln. Dadurch würde der Verdienstzuschuss des Arztes noch viel drastischer reduziert, als wenn er krank schreibt. Und dann die Fehlzeiten am Arbeitsplatz eine kleine Reduktion seines Geldes bedeuten, des Praxisgeldes bedeuten. Und dann habe ich auch noch die Steuer- und Abgabenleistung, die wir bei vielen Sachen auch vorschlagen zu verwenden. Das ist ähnelt dem, Herr Professor Bergholz, was Sie gesagt haben mit den Fehlzeiten, nämlich wenn ein Arbeitnehmer eben nicht unnötig oft krank ist, weil er gute Gesundheitsförderungsmaßnahmen bekommt und Krankheitsverhinderungsmaßnahmen bekommt durch irgendeine ein bis zwei Praxen, bei denen er regelmäßig Kurse besucht, kostenlos alles natürlich, selbstverständlich. Und da ist es dann so, dass zum Beispiel die Steuer- und Abgabenleistung, natürlich, wenn die Arbeitgeber mit jemandem unzufrieden sind, der also häufig krank ist, dann werden die ihn entweder versuchen rauszuekeln, was ja leider Fakt dann ist, oder ihn generell so jemanden gering bezahlen und dann ist die Steuer- und Abgabenleistung entsprechend gering. Also je gesünder er wird, desto höhere Steuer- und Abgabenleistung wird er zahlen. Also könnte man das auch als Regelungsmechanismus machen. Letzter Satz, Herr Wagner, ich überziehe gerade eine Sekunde, nur ganz kurz. Die Anekdote vom alten China war ja die Ausgangsbasis, um die sich herum die Professoren des Weltrats zusammentelefoniert haben. Und das ist ja auch diese Idee, dass der Arzt so lange beschenkt wird, wie alle im Dorf gesund sind, sozusagen. Ja, ich gebe aber weiter, denn jetzt wieder die Runde. Jetzt kommt ja wie erst wieder die Zwischenfrage und dann geht's ja wieder los mit Professor Wallach, Professor Bergholz und Dylan dann weiter. Ja, danke schön. Also ich halte mal fest, es besteht eigentlich Einigkeit schon hier bei allen, die heute am Gesprächskreis beteiligt sind, dass da ein Systemfehler ist, dass im Moment die Belohnung gegeben wird für das Krankheitsausmaß und nicht für das Gesundheitsausmaß und dass da ein Systemwechsel oder ein Steuerungswechsel geschehen müsste. Gedacht wird auch dann jetzt stark an ein verändertes Anreizsystem, wodurch gezielt eben gefördert wird, dass das Gesundsein der Menschen zum Maßstab gemacht wird. Ja, da besteht also ziemliche Einigkeit und es geht um Einzelheiten der Frage, wie man sich das am besten vorstellt. Dann mal meine Frage an die Frau Mesli, ob ihr dazu konkret auch noch Dinge einfallen, die sie jetzt fragen möchte als Anregung? Nee, also momentan habe ich keine Idee für eine neue Frage. Das ist wirklich das Steuerungselement, das ist halt wahrscheinlich die wichtigste Frage überhaupt. Und ja, ich gebe weiter einfach. Mir fällt jetzt nichts ein, tut mir leid. Ja, danke schön. Also ich nehme an, wir haben noch Stoff auch bei diesem Thema jetzt. Wie sieht es aus mit dem Anreizsystem? Ansonsten würde aber auch der andere Gesichtspunkt, den der Herr Wallach angestoßen hat, jede Menge Stoff aus meiner Sicht ergeben, wo wir weiterdenken könnten. Was ist eigentlich Gesundheit? Was macht den Menschen eigentlich gesund? Inwiefern ist das geistige Orientierung, Sinn, Lebensfreude, Lebenserfüllung? Man kennt ja den Spruch, mens sana in corpore sano. Und ich bin der Ansicht, dass die Gesundheit des Menschen vor allem in seiner Seele liegt, also mehr noch als in seinem Körper. Das ist für den Menschen auch eigentlich das Wichtigste sein müsste. Das ist auch für mich das, was wir am ehesten teilen müssten, weil wir denken immer an bei gerechtem Teilen, an materielles Teilen.
Aber für mich ist ja nicht so wichtig, ob mir jemand ein Butterbrot teilt, sondern ob er die Selbst- und Mitbestimmungsrechte, die Entscheidungsfähigkeit mit mir teilt, also das Steuerruder mit mir teilt. Das ist ja eigentlich das, was den Menschen ausmacht, der Geist und die Fähigkeit, sich zu steuern. Okay, also das würde auch jede Menge Stoff ergeben, aber ich nehme an, wir werden wahrscheinlich auch bei dem Punkt, wie könnten die Anreizsysteme jetzt so gut wie möglich gestaltet werden, noch Stoff haben, wo noch was beizutragen ist. Ich gebe dann mal an den Herrn Wallach weiter. Ja, ich kann mich da gern wieder einschalten. Also ich muss vielleicht auch ein paar kritische Worte zu dem sagen, was gerade vorher Herr Dillen erwähnt hat, weil ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass man zu so einer pauschalen Ärzteschelte übergeht. Und das, finde ich, muss man vermeiden, weil ich habe viel mit Ärzten in der Ausbildung zu tun gehabt und in Kursen, und ich sehe immer wieder, das sind extrem idealistische Leute in aller Regel. Das sind ganz wenige Ausbeuter jetzt im weitesten Sinne des Wortes dabei oder Leute, die das System ausnutzen wollen. Und ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass man Struktursteuerungselemente einführt, die dann im Effekt hinterher darauf hinauslaufen, dass Ärzte bestraft werden für das System. Und das finde ich nicht zielführend. Also wir müssen uns, glaube ich, irgendwie was überlegen, was vielleicht so wenig Steuerungselemente wie möglich hat und so viel Selbststeuerung des Gesundheitssystems ermöglicht, die es dann selber in eine gesunde Richtung treiben. Ich finde, wir haben in unserer Politik in Deutschland sowieso die Tendenz, viel zu viel mit Regeln, mit Gesetzen, mit Steuerung, mit Vorgaben zu machen, sodass am Schluss ein Wasserkopf an bürokratischem Apparat entsteht, dessen Effektivität im Sinne von dem, was eigentlich entstehen sollte, ziemlich gering ist. Und das, finde ich, muss man auch bei der Reform eines solchen Systems sehr, sehr gut bedenken. Und von daher will ich da jetzt einfach mal noch mal ein kleines bisschen Kritik ins System geben, weil ich glaube, dass das noch ein kleines bisschen zu wenig durchdacht ist. Ich habe auch keine wahnsinnig guten Ideen, muss ich gestehen, sondern ich will da einfach mal noch auf die Bremse drücken. Vielleicht reicht es ja wirklich, wenn man jetzt... Herr Professor Wallach, wieder ein technischer Hinweis an Sie, weil ich ja hier die technische Aufnahme überwache. Kann es sein, dass Ihr Lautsprecher relativ laut ist? Denn bei Ihnen kommt es zu Störungen in Ihrer Verständlichkeit hier. Sie vielleicht Ihren Lautsprecher so leise wie möglich einstellen, dass Sie uns gerade noch so ausreichend hören. Und dann hört man Sie möglicherweise viel besser. Ja? Das kann ich jetzt probieren. Das habe ich jetzt mal gerade gemacht. Ist es besser so? Also ich werde Ihnen sagen, falls ich noch Störungen merke. Okay, also ich habe es jetzt einfach runtergeschaltet. Ich wollte also einfach zu bedenken geben, dass wir nicht zu viel mit irgendwelchen Steuerungselementen da rumrudern, sondern im Wesentlichen würde es, glaube ich, ausreichen, wenn wir Zeit finanzieren und das interventionsbasierte Entlohnungssystem komplett umstrukturieren. Das wäre, glaube ich, mal ein erster Schritt. Und mit Zeitentlohnen meine ich gar nicht die Zeit, die Ärzte mit Patienten aufbringen, sondern einfach ein Grundgehalt, das gut genug ist, dass ein Arzt damit zurechtkommt. Und dann über das Grundgehalt hinaus kann man sich überlegen, ob man noch irgendwelche Bonussysteme einführt. Aber ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, solange es ein gutes Grundgehalt gibt, in dem das enthalten ist, was der Arzt braucht. Der könnte zum Beispiel noch ein Budget kriegen für Interventionen, das er dann, wenn er es nicht ganz aufbraucht, durchaus auch selber verwenden kann. Da muss man auch irgendwelche Sicherungssysteme einbauen, dass diese Dinge nicht unnötigerweise oder unbrauchbarerweise umgeleitet werden. Und das wäre es aus meiner Sicht schon. Alles klar, Dankeschön. Wollen der Herr Bergholz weitermachen und dann der Herr Dillen? Ja, naja. Also ich wollte diesen Aspekt aufgreifen, Einstellung, und zwar sowohl vom Arzt als auch von den Patienten. Wenn ein Patient glücklich ist oder ein Mensch glücklich ist, dann wird er weniger krank. Dazu so als Hintergrund, ich habe immer wieder beobachtet, und das findet man auch in der Literatur, wenn ein Vorgesetzter in einer Firma oder einer Abteilung so mit seinen Leuten umgeht,
dass die sich wohlfühlen, dann ist der Krankenstand dort ziemlich gering. Und wenn jemand, sagen wir mal so, der kleine Diktator sich aufführt und eine oder gar noch so eine Atmosphäre von Angst und Furcht schafft, dann geht der Krankenstand hoch. Kleine Anekdote aus dem Betrieb, wo ich da zuletzt Qualitätsmanager war. Da ist es aufgefallen, dass in einem Fertigungsbereich der Krankenstand hochging. Und dort hat dann der Oberproduktionsleiter von Infineon den Auftrag gegeben, bitte schön mal nachforschen, was ist da los? Beim nächsten Mal hat der Personalleiter gesagt, ja, Herr Dr. Mohr, Sie wollten doch wissen, was dort vielleicht schiefgegangen ist. Da hat er denen gleich gestoppt und gesagt, nein, nein, Herr so und so, ich dachte, Sie wollten das wissen. Das war ja nur eine Anregung von mir. Also mit anderen Worten nochmal, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie der Arzt auch auf den Patienten wirkt. Das ist ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, was sich da aufbauen soll. Und die traditionelle Rolle eines Hausarztes, ich hatte ja in meiner Kindheit auch so einen Hausarzt und als ich Student oder noch an der Uni in Göttingen war, dann auch einen sehr guten homöopathischen Arzt. Das macht Herr Professor Berghaus, wieder technischer Hinweis. Sie sind jetzt ungewöhnlich leise geworden für die Aufnahme und vielleicht näher ans Mikro. Und offensichtlich ist bei Ihnen auch eventuell der Lautsprecher auch ein bisschen zu laut. Wissen Sie, wo Sie Ihren Lautsprecher etwas leiser machen können? Ist ja der Tipp, den wir immer geben. Lautsprecher so leise wie möglich. Und ja, und bitte näher ans Mikro, damit wir Sie alle besser in der Aufnahme hören, die Zuschauer. Ich denke immer an die Fernzuschauer. Also ich rede einfach ein bisschen lauter. Auch. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Also der Gedanke war, wenn der Arzt eine Atmosphäre des Vertrauens schafft, und das setzt natürlich voraus, und das bringt mich jetzt auf den zweiten Punkt, das kommt meiner Meinung nach in der Ausbildung der Ärzte viel zu kurz. Diese Ausbildung von menschlichen Kompetenzen, möchte ich sie mal nennen, und auch, sagen wir mal, der Analysefähigkeit. Es gibt ja seit irgendwann diese so unseligen Diagnostic-Related Groups, also gewisse Zusammenfassungen von Krankheitsbildern, und dann gibt es sozusagen eine Vorschrift, dann machst du das, 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 und wenn er davon abweicht, dann hat er eventuell ein Problem. Aber worauf ich jetzt in diesem Zusammenhang raus will, dem wird ja das selber Denken damit total abgewöhnt und das Ganze verkommt, mal ein bisschen überspitzt gesagt, zu einem rein mechanischen Instrument. Da könnte man den Patienten noch ebenso gut an einen Computer setzen, der soll ein paar Fragen beantworten und dann sagt der Computer, was für ein Medikament er bekommt. Und da wird ja dieses ganze Zwischenmenschliche total ausgeblendet. Das Zwischenmenschliche kostet natürlich Zeit. Da sind wir auch wieder fast am Anfang, dass wir eben das Anreiz- oder Belohnungssystem so gestalten müssen, dass es sich lohnt, dass der Arzt sich Zeit nimmt und auch kommunikativ und zwischenmenschlich auf den Patienten zugeht. Ich habe auch gelernt bei meiner Ausbildung als Vorgesetzter, dass man sozusagen rollenflexibel sein muss. Je nachdem, wie der andere drauf ist, muss man dem halt ein bisschen anders begegnen und dann bringt man es eher optimal rüber. Gut, ich denke, jetzt habe ich auch wirklich meine Zeit so gut wie ausgeschöpft. Das stimmt, so gut wie. Also noch ein paar Sekunden waren es. Jetzt zeigt der Herr Wallach auf, jetzt können wir überlegen. Ja. Eigentlich wäre jetzt der Herr Dillen erstmal dran. Wollen wir den Herrn Dillen nehmen und dann. Vielleicht ist es sinnvoll, doch die Reihenfolge beizubehalten, weil Professor Wallach, Sie sind ja dann gleich nach mir wieder dran, nach höchstens einer kurzen Frage dazwischen oder etwas. Denn ich habe bei mir häuft sich jetzt so viel an, verstehen Sie? Alles wird klar. Immer mehr. Machen wir das der Reihenfolge nach. Ja. Man hört mich gut, ja? Bitte alle Mikros aus, alle Lautsprecher leise, ja? Dann fange ich mal an. Starten Sie die Uhr, Herr Wagner. Also, Herr Professor Bergholz, erst einmal, genau richtig. Das ist übrigens auch bei uns im Weltrat
Und Frau Mesli hatte Sie ja damals sogar mich auf Sie hingewiesen und gesagt, der muss doch eigentlich im Weltrat Mitglied sein, der Professor Bergholz, ja? Was dann wieder kollidieren würde mit der Parteimitgliedschaft. Sie sind uns wichtiger in der Partei als im Weltrat, ja? Denn die Partei ist unsere einzige Chance, das auch umzusetzen, was der Weltrat sich ausdenkt und die Next Scientists for Future als Arbeitskreis. Und was Sie richtig angesprochen haben, das Management, ja, also Führungsqualitäten, Mitarbeiter krank machen im Betrieb sozusagen, über die Psyche und so weiter, ja, deswegen haben wir auch einen ganz starken, im Weltrat eine ganz starke Fraktion Management. Also nicht nur Staatscoaching, sondern auch GUC, Großunternehmenscoaching ist das, was wir auch potenziell den Großunternehmen anbieten. Und zwar ist da unser Professor Panse sehr stark, der ist Professor der Soziologie, also menschenbezogen, aber auch Wirtschaftsprofessor und so weiter. Und da, mit dem habe ich auch eine schöne Talkshow gemacht, habe mit einem Journalisten zusammen eben so über Managementprobleme und Führungsprobleme und Managementtechniken und so weiter. Ja? Neue Systeme fürs Management. Ja, und Professor Wallach, Sie haben vollkommen recht, das ist ja das Wesen der freien Argumentekultur. Das heißt nämlich bei uns hier auf unserer Homepage dann auch wieder die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Sie sind herzlich eingeladen zu sagen, wo irr ich mich, wo irrst du dich? Also das ist für mich der wichtigste psychologische Spruch, der überhaupt noch sein sollte, wo irre ich mich, wo irrst du dich? Ja, denn wir sind alle viel zu wenig bereit, uns mit unseren vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten in unseren Köpfen zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, wo wir manipuliert sind, wo wir durch irgendetwas Irrtümer zu glauben neigen. Und jetzt aber auch zu Ihrem, nochmal als Grundsatz eigentlich, ich muss erst mal sagen, damit die Zuschauer jetzt nicht denken, dass wir hier nur über das Gesundheitswesen reden. Wir reden jetzt über den Gesamtstaat. Denn alle anderen Systeme, da ist die Lage nämlich, wenn man genau hinguckt mit dem Mikroskop oder mit der Lupe, genauso wie im Gesundheitswesen. Ja, das heißt, alle anderen Systeme sind ähnlich. Das Gesundheitswesen und seine Skandale ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und das müssen die Menschen, die jetzt gerade bei diesem jetzigen Gesundheitsskandal sagen, ja, wir müssen was tun, wir müssen Politik machen, wir müssen in die Partei und so weiter. Die müssen lernen zu verstehen, dass dieselben Reformideen, die wir jetzt formuliert haben, im Prinzip, von Prinzipien her, auch für alle anderen Systeme gelten. Ja, das heißt, wir haben auch dort überall Fehlanreize im System, wie der Corona-Ausschusstermin 12 getitelt hatte. Und deswegen reden wir gerade über Grundprinzipien der Gesamtreform des gesamten Staates, aller Behörden, aller Sparten der Gesellschaft und so weiter. Denn zum Beispiel, ich deute es mal nur an, meine Vorstellung ist, dass auch der Lebensmittelhändler anhand der Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und so weiter seine Verdienstzuschüsse errechnet bekommt, dass er also Teil des Gesundheitswesens wird und dann am meisten verdient, wenn er die Menschen mit gesunder Nahrung sozusagen versorgt und vielleicht sogar eine Ernährungsberaterin wie die Frau Mesli anstellt, anstatt weiterhin krankmachende Produkte mit der größten Gewinnspanne zu verkaufen. Herr Professor Bergholz nickt. Ich hoffe, ich glaube, er versteht, was ich meine. Und dann, ich hatte früher Modelle entwickelt, so Budgetierungsmodelle. Muss erstmal aber auf das Schaubild eingehen, ja. Also Herr Professor Wallach, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Ich unterstelle allen in der Gesellschaft, dass sie es total gut meinen. Ich unterstelle sogar denen, die vielleicht sogar wirklich Verbrecher sind oder Verschwörer oder was auch immer. Ich unterstelle ihnen trotzdem, weil es viel besser ist, ihnen erst einmal Gutes zu unterstellen, nämlich gute Absichten. Aber wir haben halt den Mechanismus, dass vorteilbringende Irrtümer aus guten Absichten schlechte Taten machen können. Also schlechtes Tun kann resultieren ohne böse Absicht, wenn ich einen bestimmten vorteilbringenden Irrtum erworben habe, zum Beispiel, dass ich Mikroben
als unheimlich gefährlich einschätze, alle anderen Gesundheitsfaktoren als völlig irrelevant einschätze und aus dieser völligen Verschätzung in der Fantasie lebe, da würden lauter Tyrannosauri Rex da durch die Gegend laufen und die Leute alle totbeißen, anstatt die anderen Krankheitsursachen im Fokus zu haben, ja, und Sterbeursachen und Leidensursachen. Und solche vorteilbringenden Irrtümer können dann sogar zu Phänomenen, wie Lukaschenko gesagt hat, Massenpsychosen führen, ja, aber alle mit guter Absicht getätigt werden. Ich unterstelle Drosten, Wieler und Lauterbach allerbeste Absichten. Die wollen wirklich nur unser Gutes. Aber wenn mir jemand vorteilbringende Irrtümer glaubt, hier, ich markiere es mit der Maus, Sie sehen die Maus, VIs, vorteilbringende Irrtümer, also parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognition würde vielleicht in der Psychologie am besten passen. Und diese vorteilbringenden Irrtümer, die sind entscheidend. Und ich gehe jetzt davon aus, dass tatsächlich aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der kooperative Anteil in der Gesellschaft nur 10% beträgt, 8% beträgt, und von dem leben wir alle, deswegen leben wir überhaupt, und dass in den verschiedenen Systemen auch zu etwa 90% antikooperative Anteile sind, die auf vorteilbringende Irrtümer zurückgeben. Also meine Diagnose ist, dass das System sich in einem erschreckend schlechten Zustand befindet. Und die kriminellen Lügen, denen ordne ich nur 2% zu. Ich glaube, es gibt ab und zu mal ganz selten einen Arzt, der wirklich betrügerisch das System ausnutzt. Aber das ist die absolute Ausnahme, sehe ich genauso wie Sie, Herr Professor Wallach. Jetzt habe ich noch eine Bemerkung hier. Ich hatte früher Budgetierungsmodelle entwickelt. Mein erstes Modell war ein Schadensersatzmodell. Da kriegt der Arzt quasi oder der Heilpraktiker quasi behält bestimmte Gelder, kriegt er für sich als Etat, und die Krankenkasse kriegt eigentlich nur im Wesentlichen die Etats für die Großkosten, so, und die sind oft sehr gering. Bei privaten Krankenkassen waren das damals 7 D-Mark, als ich diese Konzepte entwickelt habe, die nur für die Krankenhausaufenthalte da waren, und alles andere sind nämlich die ambulanten Kosten gewesen, und die gibt man dann der Praxis, und aus diesem Budget heraus guckt der Arzt oder die Praxis, dass sie möglichst viel Geld in der eigenen Kasse dadurch behält, dass sie so gut Gesundheit fördert, dass eigentlich Krankenhausaufenthalte nicht nötig sind. Und wenn sie doch nötig sind, macht das trotzdem, weil er nämlich hinterher, wenn der Patient verstirbt oder wenn der Patient zu einem anderen Arzt wechselt, unheimlich stark finanziell belastet wird, damit er, ja, ich habe es gesehen, damit er eben nicht in die Idee kommt, zu wenig Krankenhausaufenthalte oder Operationen zu veranlassen. Also, und dieses Schadensersatzmodell, das würde auch gehen. Da brauche ich keine Wohlfühlstimme und all die anderen Sachen. Ich sage nur, ich persönlich finde halt nach wie vor, aber ich bin gespannt auf die Gegenargumente, die Falsifizierungsversuche. Ich bin halt nach wie vor Fan der Wohlfühlstimme, muss ich sagen. Und ich weiß, dass es auch Frau Miesli ist und Herr Wagner ist es mittlerweile offensichtlich auch geworden. Und ja, dann gebe ich weiter an die Nächsten. Ja? Ja, danke schön, danke schön. Ich bringe nur so ein bisschen Pep mal rein, indem ich so veranschauliche, wie das ist mit den ehrlichen Absichten und guten Absichten und den vielleicht etwas weniger guten Absichten, zumindest in der realen Auswirkung. Wir haben ganz viele Menschen, die denken, Süßigkeiten sind was Leckeres und sie tun sich was Gutes, wenn sie Süßigkeiten essen. Und der Lebensmittelhändler denkt sich, die Menschen möchten gerne Süßigkeiten, ich verkaufe ihnen Süßigkeiten, ganz viel Zucker, ich tue ihnen was Gutes. Der Einzelne denkt, er tut sich was Gutes, der Lebensmittelhändler denkt, er tut was Gutes. Dann rennen die Menschen zum Arzt und denken, meine Symptome, meine Krankheitssymptome müssen unterdrückt werden, statt dass man an die Wurzel der Krankheit geht. Und sie denken, sie tun sich was Gutes durch die Symptomunterdrückung. Und der Arzt sagt, oh ja, meine Patienten möchten, dass ich die Symptome unterdrücke, dann mache ich das doch. Nebenher gibt mir die Pharmaindustrie hier noch die Medikamente an die Hand, wodurch, wenn ich die verscherbele, ich einen guten Zusatzgewinn kriege. Und ich muss sagen, ich stelle fest, dass viele Menschen, also ich habe auch studiert mit allerhand Medizinstudenten, viele sind so drauf, dass sie denken, ja, da tun wir was Gutes, den Patienten und uns. Und insofern wird die symptomorientierte Medizin kräftig weiter vorangetrieben und die wurzelorientierte Medizin bleibt auf der Strecke.
Ob das absichtlich ist und mit Wissen oder ob die alle denken, das ist wirklich was Gutes, was sie tun, halte ich für eine total spannende Frage. Ja, Herr Waller. Ja, das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, und ich glaube, das stimmt in vieler Hinsicht auch, dass sozusagen falsche Meinungen zementiert werden und sich durch das System immer wieder replizieren. Das stimmt ohne Frage. Aber ich würde gerne noch zurückkommen auf das Beispiel, das Herr Bergholz vorher gebracht hat, weil das ist ein typisches Beispiel dafür, wo solche Ansätze, wie wir sie im Moment diskutieren, schwer durchzuführen sind, weil es gibt eben viele Elemente, die krank machen, die im System stecken, und zwar im Gesellschaftssystem, seien es jetzt umweltmedizinische Einflüsse, toxische zum Beispiel, für die die Menschen gar nichts können, oder schreckliche Vorgesetzte, für die die Menschen auch wenig können, oder politische Umstände, für die sie meistens auch nichts können, die die Menschen krank machen. Und wenn dann ein System nur auf Selbstverantwortung beziehungsweise nur darauf ausgerichtet ist, wie der Arzt die Leute wieder glücklich macht, dann wird dieser gesamte gesellschaftliche Aspekt ausgeblendet. Und der muss unbedingt auch irgendwie berücksichtigt werden, finde ich. Denn es sind immer auch die Verhältnisse und nicht nur das Verhalten der Leute, das zur Krankheit beiträgt. Und da habe ich bis jetzt noch keine kluge Idee selber gehabt. Vielleicht hat sie ja irgendwer hier im Kreis. Ich will das einfach nochmal in die Runde spulen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr zentraler Aspekt, um nämlich Leiden, Gesundheit und Verantwortung nicht nur zu individualisieren. Das ist zwar schon wichtig, finde ich, aber es ist nicht der ausschließliche Hebel. Ja, danke schön, Herr Wallach. Wenn Sie schon fertig sind, also ich greife den Punkt mal auf, der würde jetzt bedeuten, inwiefern ist eine Systemveränderung, die wir brauchen, Herr etwas, was in Wagner, der bevor Sie weitermachen, vielleicht noch der Hinweis, wenn Sie noch eine Chance haben, Ihren Lautsprecher etwas zu leiser machen, dann haben Sie perfekten Ton, etwas leiser zu machen. Versuchen wir doch glatt. So. Mal schauen, ob ihr mich jetzt noch hört. Hört ihr noch? Super. Ja, also wir berühren die Frage, inwiefern wäre so eine Systemumsteuerung im Bereich der individuellen Verantwortung der Menschen anzusiedeln oder etwas, was ihnen eher entzogen ist, wie die Arbeitsumstände oder die politischen Verhältnisse. An der Stelle gebe ich zu, dass ich mich jetzt extrem zurückhalten muss, weil ich glaube, dass genau da die entscheidendste Brücke überhaupt liegt. Man kennt ja den alternativen Spruch, das Persönliche ist das Politische. Oder in einer Demokratie, dass tatsächlich der Wähler eigentlich der letzte Souverän ist, der verantwortlich zu machen ist, auch für die politischen Strukturen und die ökonomischen Strukturen. Da können wir gerne noch weiter darauf eingehen. Jetzt sei das erstmal nur als Anregung in den Raum gestellt, dass ich glaube, tatsächlich, das ist der entscheidendste Hebel, aber im Sinne der individuellen Verantwortlichkeit auch die Struktur- und Systemfrage endlich zuzuschreiben, was wir in unserer Gesellschaft total vernachlässigen. Ja, aber jetzt erst einmal, wer Frau möchte zuerst? Mesli als mit Zwischenstatement. Frau Genau, Mesli. Frau Mesli. Ja, also das, was jetzt gesagt wurde, dass es eben so viele Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel aus dem Arbeitsumfeld, aus dem persönlichen Umfeld, Ernährung und, gibt, das kann ich auch aus eigener Erfahrung so feststellen. Und ich denke wirklich, dass der Ansatz vom Professor Wallach und auch vom Herrn Dill richtig ist, dass eben wir brauchen für den einzelnen Patienten eine, ja, Gesamtbilanz der Lebenssituation, um dann eine Heilungsmöglichkeit für den Patienten entwickeln zu können. Das glaube ich sicher, dass das so ist. Und wenn es auch nur in die Richtung geht, dass man eben dann einen passenderen Arbeitsplatz sucht oder auch Hilfe dabei bekommt, weil die Arbeit kann einen wirklich krank machen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und von daher denke ich auch, dass so ein allumfassender Ansatz wohl der beste Ansatz wäre. Alles klar. Dankeschön, Dankeschön. Wie wollen wir es jetzt mit der Reihenfolge halten?
Herr Wallach hat ja jetzt nochmal geantwortet dann und da seinen Standpunkt noch näher erklärt. Der Herr Dillen ist nicht zu hören, der muss sein Mikrofon anschalten. Immer noch nicht zu hören. Hallo? Achso, ich würde jetzt gerne noch mal kurz was zu dem gerade Gesagten sagen, wenn es recht ist. Natürlich. Okay, also was die Frau Mesli gerade gesagt hat, allumfassender Ansatz, nimmt mir fast das Wort aus dem Mund. Natürlich ist es so, und das hat der Herr Wallach auch im Grunde genommen gesagt, es gibt ganz viele Einflüsse auf den einzelnen Menschen. Das ist, was der Dillen, glaube ich, hatte gesagt, ja, der Edeka-Händler, der hat ja eine Rolle. Würde ich erweitern, natürlich der Bauer, der das herstellt, entweder ja, in der Massentierhaltung und industriell oder wie es vernünftiger wäre, also biologisch dynamisch. Und Arbeitsplatz, Freizeitindustrie spielt alles sicher auch eine Rolle. Und das ist ja letzten Endes auch der Punkt bei, ja, wie ich sowas angehen muss, jetzt ein bisschen ja, abstrakter gesprochen. Ein Mensch für sich ist ja ein System mit vielen Schnittstellen nach außen. Und na, das, wie die einzelnen anderen Systeme mit ihnen wechselwirkt, auf ihn einwirken, hängt natürlich von den anderen Systemen ab. Und wenn man sich jetzt fragt, und wie können wir das Ganze so ganzheitlich in den Griff bekommen, dann sagt man, okay, da muss ja dann quasi eine übergeordnete Instanz sich drum kümmern. Und diese Instanz heißt eigentlich Regierung und Think Tank. Sowas wie das Council der Weisen oder wie auch immer man diese Institution nennt. So, was fiel mir jetzt noch ein? Dann hatte jemand gesagt, wir müssen schauen, Herr Wagner, Sie müssen Ihr Mikrofon abstellen. Die Symptome, wir müssen weg von den Symptomen zur Wurzel. Ganz richtig. Dabei fällt mir jetzt auch wieder was aus dem Qualitätsmanagement ein, auch wenn das jetzt ein bisschen lästig ist. Wenn ich konventionell mit einem Medikament behandle, was so den Holzhammer ein bisschen draufhaut auf die Symptome, dann tue ich ja nichts für das eingebaute Verbesserungssystem, das uns gesund hält, also die sogenannte Homöostase. Wenn ich dagegen homöopathisch vorgehe, dann rege ich ja diese natürliche Tendenz vom Immunsystem und dem ganzen anderen System, was unser Körper so eingebaut hat, an, dass er wieder auf die Spur kommt. Also wenn ich jetzt auf diese Frage nochmal komme, Symptome und Wurzel, ein Symptom oder ein Problem ist sicher, dass wir mit allen möglichen Medikamenten, was weiß ich, Blutdrucksenker, Magensäuresenker und oder Blocker und so weiter und so fort, eigentlich langfristig eher nach meiner Philosophie einen Schaden als einen Nutzen anrichten. Und Herr Professor Berghardt, nur ganz kurz wieder technischer Hinweis. Gucken Sie mal selbst auf Ihr Bild. Sie sind jetzt so ein bisschen raus aus dem Bild. Ja, gesagt, perfekt, weiter so. Für die Fernsehzuschauer, weiter. Und bitte noch mal einen Satz vorher wieder ansetzen. ja, also wenn ich Medikamente gebe, die mit viel Wirkstoff ein Symptom unterdrücken, wenn ich es jetzt ruhig mal, oder aufheben, dann ist das zwar für den Patienten erstmal kurzfristig gut, langfristig aber wahrscheinlich eher nicht, weil ja dann die körpereigene Regulation eher so ähnlich wie ein nicht benutzter Muskel immer schwächer wird. Und was ich dann gerade noch sagen wollte, also der Höhepunkt in meinen Augen dieser, sag ich mal, Fehlentwicklung ist die ganze Impferei. Bei manchen Sachen mag das ja ganz sinnvoll sein, aber es gibt sehr viele empirische Daten. Je mehr geimpft wird, desto kränker sind eigentlich die Kinder. Und unsere Kinder haben sich eigentlich immer beschwert. Die sind so gut wie überhaupt nicht geimpft und wurden fast ausschließlich homöopathisch behandelt. Die haben sich beschwert, wie wenig sie von der Schule fehlen durften.
Und mein eigenes, also ich glaube, ich habe auch in 20 Jahren bei Siemens oder 17 Jahren vielleicht eine Woche Fehlzeiten zusammenbekommen. Aber es fand ich trotzdem gut, weil ich meine, ich bin mit sehr viel Lust, bis auf ein paar Ausnahmetage natürlich auch, immer in die Arbeit gegangen. Gut, das war so das, was mir jetzt so eingefallen ist zu dem, was die Vorredner gesagt haben. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Wir kreisen weiter um solche Fragen wie also Symptom- oder Wurzelbehandlung. Und wie kommt es dazu, dass die Menschen da auch so kurzsichtig sind und das nicht sehen? Also dass sie denken, wenn ihre Symptome behandelt werden, okay, das dient ihrer Gesundheit. Und sehen nicht, dass es langfristig, wer weiß, was für Schaden vielleicht anrichten kann. Ich würde das ergänzen mit der zweiten Frage. Warum sehen die Menschen nicht, dass sie nicht nur für ihre Haustür verantwortlich sind, sondern gerade in der Demokratie auch für die großen politischen Strukturen? Also zwei Fehlmechanismen, diese Ausrichtung am unmittelbaren eigenen Vorteil, Konsumvorteil, Konsumsuchtvorteil könnte man vielleicht auch sagen, diese Orientierung und die Orientierung auf den kleinen Kreis ohne die Mitverantwortung und Abhängigkeit und Gestaltungsmöglichkeit auch fürs Große mitzusehen. Wie kommt das zustande? Ist das einfach nur Unwissen oder ist das auch böse Absicht, was kriminell ist vielleicht? Woran liegt das eigentlich? Ja, der Herr Wallach. Nein, Herr Dillen ist dran und wartet schon die ganze Zeit. Na dann, wann müssen wir denn Herrn Dillen jetzt kommen lassen? Ja, also, Herr Professor Wallach, erst einmal vollkommen richtig, Gifte in Luft und Wasser, ja, das ist, da träume ich persönlich, und ich spreche jetzt nicht für den gesamten Weltrat, weil wir sind nicht festgelegt, wir sind in nichts festgelegt, aber mein persönlicher Traum ist, dass ich davon träume, dass wir alle Sparten der Gesellschaft als Teil des Gesundheitswesens verstehen. Das heißt, jedes Unternehmen, das Emissionen ausschickt, wird gemessen, kriegt seine Verdienstzuschüsse danach berechnet, wie sich die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner von ihrem Wohlfühlen, ihrer Gesundheit und ihrer Langlebigkeit entwickeln. Und jede Behörde wird danach belohnt, wie sich deren Kunden, die Bürger sozusagen vom Wohlfühlen, der Gesundheit und der Langlebigkeit und vom Wohlstand auch noch her entwickeln, ja? Herr Professor Bergholz, jetzt sind Sie wieder ein bisschen zu weit links gerückt. So, gucken Sie immer auf dem Bildschirm möglichst am Rande, aber nicht, dass Sie rausfallen. Ja, also das heißt, das ist meine Vision, also mein Traum. Das ist eigentlich so mein Wunschtraum, aber ich spreche jetzt da nichts für den gesamten Weltrat und nicht für die gesamten Next Scientists for Future, sondern das ist so mein persönlicher Traum, dass wir also wirklich dazu übergehen, dass sozusagen durch diese Verdienstzuschüsse die Wettbewerbssituationen umgedreht werden. Das Unternehmen, das den Menschen am meisten gut tut, den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern, das kriegt auch die höchsten Verdienstzuschüsse. Da steckt so ein bisschen was drin. Es gibt ja eine jüngere Schwester jetzt von uns. Wir sprechen manchmal bei den Next Scientists for Future von der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, sprechen von GWÖ, GWO, GWL. Die Gemeinwohl-Lobby, da arbeiten wir mit an einer neuen Verfassung, sind wir dazu geholt worden oder man hat uns dazu genommen, das Grundgesetz zu verbessern. Ja. Und da geht es eben darum, die GWÖ, unsere jüngere Schwester, die es immerhin zu einem Lob beim Europäischen Parlament geschafft hat, also auch sehr viel prominenter als wir alle, ja, also viel mehr erreicht hat als wir alle. Ja, denn bei uns, über uns gab es ja nur mal einen Bild-Zeitungsartikel. Der berühmte Dr. Franz Alt hat über uns einen schönen Artikel veröffentlicht. Der Tagesspiegel hat einen kurzen Abschnitt über uns veröffentlicht. Das Wirtschaftsmagazin Trend hatte zwei Professoren und mich interviewt vom Weltrat. Aber wir sind viel weniger populär als die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Und auf die möchte ich Sie, Professor Bergholz, besonders aufmerksam machen. Die ist zu wild, zu radikal. Die macht, würde viel kaputt machen. Aber der Grundgedanke ist genau der richtige. Nämlich Gutes tun zu belohnen
positive Anreize setzen. Bei Christian Felber heißen diese Sachen in der Gemeinwohlökonomie, GWÖ, heißen Steuervorteile. Wir finden es besser, das über Verdienstzuschüsse zu machen. Und jetzt zu ihm, Professor Bergholz, zu Ihrem Idee, die Zulieferer in der Ernährung, ja, Bio, ja, Demeter. Ich merke, dass Sie natürlich eine Sympathie haben für Demeter und Homöopathie und all diese Sachen. Ja, nicht zu Unrecht, ne? Denn das Demeter gilt ja als das beste Bio, ne? Und aber das kommt automatisch. Das kommt automatisch. Frau Miesli würde jetzt wieder sagen, das ist das Schöne bei meinen Überlegungen, dass da immer Automatiken drin sind. Wenn der Supermarktleiter, der Alnatura-Marktleiter, der Aldi-Marktleiter, der Rewe-Marktleiter nur noch dann hohe Verdienstzuschüsse bekommen und deswegen im Markt überleben können, wenn ich mich gesünder entwickle als Kunde und Frau Miesli sich gesünder entwickelt, die ja auch krankheitsbedingt dann gelitten hat und so weiter, dann wird das Signal des Marktleiters an die Zulieferer sein. Wehe, wenn auch nur eine Spur von Pestiziden oder Giften, wenn ihr mir nicht gesundheitsförderliche Ursorten liefert, dann könnt ihr es vergessen. Dann kriegt ihr den Auftrag entzogen, dann kriegen andere den Auftrag. Also es gilt jetzt nur noch Permakultur, Superbio wollen wir haben, permakulturelle Pflanzenanbau, Bio-Gärtnern, Gewächshäuser, die herrlichsten Früchte, naturbelassenen Früchte und Gemüse und sonstiges, alles in super Natur belassen, ja. Das, und dafür gibt's Verdienstzuschüsse. Das ist natürlich ein ganz neues Staatsmodell, aber das ist ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem. Das ist eine Variante der Gemeinwohlökonomie, wobei wir ja unsere Professoren vor circa 53 Jahren angefangen haben, darüber nachzudenken, während Christian Felbers Sache natürlich unsere junge Schwester ist, so eine junge wilde Schwester, die halt erst seit ein paar Jahrzehnten dran ist und deswegen noch sehr viele Baufehler hat, aber der Grundansatz ist der gleiche wie bei uns, nämlich Gutes tun zu belohnen. Und dann, ja, nochmal zu dieser Idee, alle, ach so, erstmal muss ich noch was sagen. Ja, vielleicht noch einen Satz, Herr Wagner. Ich werde gleich nachher nochmal ausführlich über die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve und den tatsächlichen Gesundheitsaufwand sprechen, muss dann aber auch nochmal darüber sprechen, wie riesig wir den Datenschutz ausbauen müssen und dass wir den bisherigen Missbrauch von Daten durch Google, Facebook und Amazon quasi beenden müssen. Das müssen wir in der Verfassung schon unterbinden, damit die Menschen nicht immer sagen, Daten sind immer negativ, Daten können auch zum Positiven genutzt werden. Ja, ich gebe weiter. Und jetzt ist ja wieder erst wieder Miesli Wagner und dann Professor Wallach. Ne? Ja, danke schön. Ich weise darauf hin, dass wir jetzt, also auch durch den Vergleich zwischen GWÖ, Gemeinwohlökonomie nach Felber und den Vorstellungen der GWO, die der Herr Dillen da vertritt, wir sind damit in dem anderen Bereich. Also der eine Bereich ist ja, was sind die Fehler im System? Wie kommt es, dass so eine kurzsichtige Oberflächlichkeit des Patienten, der da seine Konsumsucht befriedigen will, der nur Krankheitssymptome gelindert bekommen will, wie kommt es, dass das ihm als sein eigentliches Wohlergehen erscheint? Und wie kommt es, dass das dem Lebensmittelhändler oder dem Arzt auch als das Wohlergehen erscheint, was er fördern müsste, was eigentlich langfristiger betrachtet eher ungesund ist? Das sind die Fehler. Und wie kann man sie abstellen? Da gibt es dann eben die unterschiedlichen Lösungskonzepte wie GWÖ, GWO und einiges andere. Und es gibt da auch Problemthemen, die wir ja auch schon angesprochen haben, der Herr Wallach. Wo ist vielleicht zu viel Überregulierung dann in der Gesellschaft drin? Und inwiefern könnte man es den Leuten mehr aus dem freien Fluss so überlassen, wenn man ihnen ein Grundgehalt gibt oder derartiges, dass das dann schon von alleine auch sich zu diesem langfristigeren oder echteren Wohlergehen hin orientiert der Menschen? Also da pendeln wir jetzt so zwischen den Fehlern, die wir beschrieben haben und jetzt dem Vergleich auch von Lösungskonzepten. Frau Miesli, haben Sie noch eine Anregung auch für das weitere Gespräch? Nein, leider nicht. Ich gebe gleich weiter an die Professoren. Alles klar. Wollen wir dann wieder anfangen mit der üblichen Reihenfolge, dass der Herr Wallach anfängt? Alles klar.
Kann ich machen. Ich mach mal, ich versuche mal eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Wagner. Woher kommt das und was müsste sich ändern? Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass alle Handlungen und alle politischen Strukturen, all das im Grunde auch immer auf einer unsichtbaren Folie von Weltdeutung aufruhen, also auf so einem Art Hintergrundsmodell. Und das ist, glaube ich, was, was wir uns nicht ausreichend klar machen, dass wir vor allem in der Medizin, aber auch anderswo sehr stark immer noch von diesem Maschinenmodell, das Descartes damals eingeführt hat, geprägt sind. Und das funktioniert ziemlich gut. Entschuldigung, ich habe hier gerade ein Telefon, das muss ich mal schnell nehmen, sonst macht es die ganze Zeit hier Radau. Professor Bergholz, vielleicht fangen Sie schon mal an, was zu sagen. Wir sollten die Zeit nicht ungenutzt lassen. Ich könnte allerdings auch auf Pause drücken, wenn Ihnen das lieber ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr Wallach auch gleich wieder Ich da ist. Da kommt er. drück mal kurz auf Nee, Pause. brauchen wir nicht. Herr Wallach ist schon wieder da. Ah ja, dann brauche ich Bin nicht schon wieder Pause zu da. drücken. So, Ja. bitte weiter, Herr Professor Wallach. Also ich wollte darauf hinweisen, dass es eben wirklich auch von diesem Modell abhängt, mit dem wir zum Beispiel in der Medizin operieren, dieses Maschinenmodell, das den Menschen wirklich nur als eine komplexe biologische Maschine sieht. Und das ist im Grunde auch das Hintergrundmodell unserer gesamten Wissenschaftskultur, unserer gesamten ökonomischen und politischen Kultur. Und das scheint mir eigentlich das Hauptproblem zu sein, weil das führt dazu, dass alle komplexeren, alle psychischen, alle geistigen, alle spirituellen Aspekte schlicht und ergreifend ignoriert werden oder versucht werden, reduktiv wegzuerklären. Und das führt dann eben zu all diesen Prozessen, die uns so auf die Nerven gehen, weil das eben dazu führt, dass wir tiefere Aspekte oder höhere oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen, schlicht und ergreifend ignorieren. Das wollte ich einfach mal so in die Diskussion geben, weil ich glaube, die Diskussion muss auch nicht nur über Prozesse und über Strukturen geführt werden, sondern auch über Weltanschauung, über Hintergrundannahmen. Das ist ja im Prinzip ein Tabuthema, darüber soll ja meistens nicht geredet werden, aber ich glaube, das sind die zentralen Fragen. Und nochmal auf die Vorschläge von Herrn Dillen eingehend. Ich muss sagen, ich bin skeptisch, ob diese ganzen Wohlfühlbelohnungssysteme funktionieren, weil die würden voraussetzen, dass wir genaue Zuschreibungen machen können, was wozu führt und wer welchen Einfluss hat. Und das ist eben hochkomplex und sehr, sehr kompliziert. Und da würde ich sagen, da ist die Gefahr extrem groß, dass wir mit völlig naiven Vorstellungen politische Steuerungsmechanismen einführen, die am Schluss komplett in die Hose gehen. Man nennt sowas Dialektik. Und da wäre ich vorsichtig, muss ich gestehen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Wallach. Sind Sie fertig mit dem Beitrag? Ich denke schon, Sie scheinen Ihr Mikro ausgemacht zu haben. Will der Herr Bergholz weitermachen? Gerne. Also ich stimme dem Herrn Wallach zu. Die Wirklichkeit ist natürlich immer viel komplizierter, als man in irgendwelchen Modellen darstellen kann. Ich habe auch so meine Zweifel, ob das wirklich gelingt, so ein System zu schaffen, das dann sich doch wieder in irgendwelche Richtungen sich bewegt, die man nicht vorhergesehen hat. Aber was? Da ist irgendwo noch ein Fragen Mikro an. Da ist irgendwo noch ein Mikro an. Meins kann nicht stören, weil es so teuer ist und nicht rückkoppelt. Ja, der Herr Wagner hat es noch an. So, also solche Systeme, die Wirklichkeit ist immer komplizierter. Man kann versuchen, es mit einem eher einfachen Modell in den Griff zu bekommen. Ich bin aber auch semi-skeptisch, dass das gelingen kann. Ich möchte da in die Diskussion mal eine Alternative werfen. Und als Beispiel nenne ich mal die Firma Toyota USA.
Das ist ja eine selbstständige Firma, die natürlich zu Toyota USA gehört. Zumindest war es vor ein paar Jahren so. Was stand Statement dieser Firma ist? Da stand als erste Aufgabe, we have to serve our community. Also es sollte übersetzt heißen, wir sind hier in Amerika und wir haben die Verantwortung. Aha. Jetzt. Sie waren weiterhin gut zu hören. Sie waren weiterhin gut zu hören, nur Ihr Bild war eingefroren. Weiter bitte oder nochmal ausholen jetzt, ja? Jetzt sind Sie allerdings nicht mehr zu hören. Los. Ja, also in dem Zusammenhang, was vielleicht eine Alternative wäre, ein konkretes Beispiel. Toyota Amerika, also in den USA, ist ja eine selbstständige Firma, zwar in der Toyota Holding. Und die hatten mindestens vor einigen Jahren als sogenanntes Mission Statement, was ist ihre Aufgabe, drei Sachen. Ich hoffe, ich bekomme das noch zusammen. Nummer eins als erstes, wir dienen der Community, also dem Land. Die höchste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe für Toyota Amerika ist, dass wir der Wirtschaft und der Bevölkerung von den USA dienen. Die zweite Aufgabe ist, sinngemäß, wir sind für unsere Mitarbeiter da. Und erst die dritte Aufgabe ist, und wir sind ein Mitglied der weltweiten Toyota-Familie. Also indirekt zu sagen, naja, wir müssen natürlich auch zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Und dahinter steckt ja die ganze Toyota-Firmenphilosophie, was, glaube ich, mal eine extra Sendung oder Talkshow lohnen würde. Das ist ganz erstaunlich, was diese Firma geschafft hat. Und das ist jetzt ein Beispiel für das, wo es etliche Firmen gibt, die so ähnlich sind. Etwa Kyocera gehört zu diesen Firmen. Und in Deutschland hätte ich bis vor einer Woche auch DM, die Drogeriekette, genannt. Aber nachdem dort mir untergekommen ist, dass die eine Schokolade verkaufen, wo innen drin so eine Erklärung der Vision von dem World Economic Forum ist, da kommen mir jetzt Zweifel, ob da jetzt noch alles mit rechten Dingen zugeht. So, und was ist das allgemeine Konzept dahinter? Das nennt sich etwas hochtrabend Total Quality Management. Ich nenne das lieber umfassendes Qualitätsmanagement. Und da gibt es eine europäische Variante, das nennt sich das EFQM-Modell, European Foundation for Quality Management. Das umfasst letzten Endes alles, was so klassisches Qualitätsmanagement im engeren Sinne, also was in der ISO 9001 so als Anforderung steht. Aber ich habe es den Studenten immer so gesagt, ISO 9001 würde perfekt funktionieren, wenn wir alle Roboter wären. Sind wir aber nicht. Sondern da gibt es ganz viele menschliche Aspekte. Und das berücksichtigt alles dieses Modell. Und das geht noch darüber hinaus. Ich hatte heute Morgen mit einem Kollegen gerade wieder Prüfungen von Studenten von so einer Vorlesung. Auch leider noch über Zoom. Und dort haben wir sie auch gefragt, ja, und gibt es denn noch was dieses umfassende Qualitätsmanagementsystem berücksichtigt, was in dem klassischen nicht drin ist? Und die meisten sind auch drauf gekommen, ja, das ist Umwelt und, ja, sagen wir mal, auch Verantwortung für die Gesellschaft im weitesten Sinne. Und wenn man das in die Firmenkultur wirklich integriert, dann, das ist ja dann ein überschaubarer Rahmen. Und wenn zum Beispiel, jetzt nenne ich mal extreme Firma, die Firma Monsanto, die hat ja so ziemlich alles falsch gemacht, was man in dem Zusammenhang falsch machen kann. Wenn jetzt man eine Vision hätte, dass man schafft, dass ein großer Teil der Firmen sich an sowas orientiert, ich glaube, dann wären wir schon viele Schritte weiter. Und das müssen ja nicht nur große Firmen sein. Dieses Modell ist ja anwendbar auf alles. Ich hatte mal die Ehre, als sogenannter EFQM-Assessor eine Kinderarztpraxis zu beurteilen. Da kann ich vielleicht dann, wenn ich wieder dran bin, was von erzählen. Danke.
Ja, danke schön. Dann ist der Herr Dillen dran. Ja, also Herr Professor Wallach, ja, vielen Dank für Ihren Falsifizierungsversuch. Ja, das ist zu, ich bin da auch überhaupt nicht festgelegt, sondern wir müssen ja alle versuchen, nach zu ringen, nach neuen Wegen. Ich war natürlich in der Psychologie als Student natürlich sehr, sehr stark in wissenschaftlicher Methodenlehre. All die anderen Studenten haben mich um Rat gefragt und so weiter. Und deswegen weiß ich, dass diese Zuschreibung, von der Sie gesprochen haben, zum Glück überhaupt nicht nötig ist. Ja, zum Beispiel die Wohlfühlstimme muss in keinster Weise irgendeiner Sache zugeschrieben werden. Der Mensch sagt einfach, wie es ihm geht. Guckt einfach mal in sich rein und wenn sich was ändert, geht er an ein Terminal im Supermarkt oder macht das über Online-Banking ähnliche Mechanismen und schickt dem Bundeswahlleiter, meine Note hat sich von 3 bis 4 auf 4 verändert oder auf 3 verändert, wenn es ein großer Sprung ist, ja? Und ich habe Spiel bis 1 plus bis und 6 minus und wenn ich vorzeitig sterbe, gibt es die 7 als die schlimmste Note. Und da brauchst du überhaupt keine Zuordnung, denn der Bundeswahlleiter, die Statistiker dort im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden oder in den statistischen Landesämtern, wo dann auch sehr viele Universitätswissenschaftler beschäftigt sein werden, die besten Statistiker der Welt und so weiter, Ioannidis und solche Leute, ja, würden wir dann versuchen zu gewinnen, zumindest online. Und dass dann eben letztendlich jeder Super, zum Beispiel ein Marktleiter, ein Supermarktleiter, ein Biomarktleiter hat zum Beispiel bei dem kaufen, sagen wir mal, 10.000 Kunden an, bei einem anderen 12.000 Kunden, bei dem anderen 8.000 Kunden, was weiß ich. Und dann guckt man einfach bei denen, die da häufiger einkaufen, wie entwickeln sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Ja? Und dann kann man das problemlos die Verdienstzuschüsse daraus berechnen. Genauso beim Arzt, bei den Praxen. Bei der einen Praxis eines Wunderheilers zum Beispiel, der auch zugelassen wird, da gibt es vielleicht 100 Kunden. Bei anderen gibt es 3.000 Patienten, bei den Superärzten mit dem großen Kursangebot und so weiter oder Praxen mit dem riesigen psychologisch-sozialen Gesamtgesundheitskursangebot, Freizeitkursangebot, Wochenende und alles kostenlos und so weiter. Da gibt es dann vielleicht 5.000 Leute. Und immer kann man gucken, wie sich im Durchschnitt Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten entwickeln. Und statistisch ist es überhaupt nicht nötig zu wissen. Auch die Zuordnung ist für überhaupt nicht nötig, denn in jeder Gruppe gibt es Zufälle, dass der eine einen Autounfall hat und so weiter. Also diese Gruppen, das gleicht sich statistisch alles aus, sodass man sagen kann, man hat zwar keine 1000-prozentige Fairness, aber doch eine 95-prozentige Fairness auch für alle beteiligten Praxen. Und dann, jetzt gehe ich aber jetzt unbedingt nochmal ein auf die Kurve. Ich missbrauche mal die gaußsche Normalverteilung für die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve. Die jungen Menschen kosten meistens relativ wenig, und wenn sie dann älter werden, werden sie immer teurer. Eigentlich explodiert das dann eigentlich sogar, geht nach oben und dann sterben sie. Und kurz vorm Sterben verursachen sie, glaube ich, die allergrößten Kosten im Gesundheitswesen. Ja, Professor Berghoff nickt, also ungefähr richtig dürfte ich da liegen. Und jetzt ist es halt so, dass man solche Kurven auch für jede Familie machen kann. Für eine typische Krebsfamilie kriegt man eine sehr hohe Kurve, zum Beispiel für einen Patienten eine sehr hohe Kurve. Oder man sieht, dieser Patient hat den letzten Monat schon die Krankenkasse 100.000 Euro gekostet, wird wahrscheinlich auch im nächsten Monat 100.000 kosten. Und da ist dann also die Kurve extrem hoch, liegt sehr hoch. Und wenn jetzt die Praxis es schafft, durch gesundheitsfördernde Maßnahmen, die Sie ja auch Professor Bergholz und Professor Ballach schön geschildert haben, es schafft, dass auch nur ein bisschen mehr Gesundheit eintritt, als zu erwarten gewesen wäre, dann wird aus dieser Diskrepanz der Verdienstzuschuss berechnet. Und das ist technisch sehr einfach. Und jetzt muss ich aber noch, ja, ich weiß, die Zeit nähert sich schon wieder dem Ende. Es geht so schnell. Datenschutz, ja? Also,
Im ersten Verfassungsartikel wird dann jeder Datenmissbrauch, den wir heute zu haben, zu Werbezwecken, Amazon, Google und so weiter, all diese Datenkranken, das wird einfach untersagt. Ja, das wird verboten, weil das nicht geht, Menschen manipulieren zu dürfen. Und außerdem macht es den Daten, gibt es einen schlechten Ruf. Nur noch Daten dürfen laut Verfassung dann nur noch für gute Zwecke benutzt werden, zum Beispiel solche Wohlfühlstimmenzwecke oder Gesundheitsdatenzwecke. Und dann hat auch keiner mehr Angst davor. Also ich hätte, sagen wir mal so, meine Angst vor dem Datenmissbrauch meiner Gesundheitserwartungskurve meiner Familie, zum Beispiel meiner Familienanamnese, vor dem Missbrauch hätte ich so viel Angst wie vor dem Peaks, also wie von der Größe einer Stecknadel. Vor unserem jetzigen System, wenn es so weiterläuft, habe ich so viel Angst wie vor einer Sonne von der Größe her. Ja, und insofern bin ich bereit, dieses Risiko, das Restrisiko, das es immer gibt bei Daten, das würde ich total gerne in Kauf nehmen. Weil das jetzige System mir als Horrorsystem erscheint. Nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch der Rest des Systems, das Ernährungssystem und so weiter. Ja, ich gebe weiter. Ja, danke schön. Also ich greife den letzten Punkt zur Veranschaulichung nochmal auf. Also wovor muss man wie viel Angst haben? Wir hatten ja vorher die Vorstellung, es könnten Daten missbraucht werden, es könnte eine Überregulierung sein oder in falscher Weise Zuschreibungen erfolgen. Da hat der Herr Dillen in meinen Worten gesagt, eben nochmal darauf hingewiesen, dass die Wohlfühlstimme eigentlich das basisdemokratischste überhaupt im ökonomischen Bereich ist. Weil sie anders auch als die GWÖ, sage ich jetzt mal, die setzt dann die Gemeinwohlbilanzen auf der Ebene zwischen Unternehmern und Ämtern an, während die GWO mit der Wohlfühlstimme wirklich hingeht und nur abfragt an der Basis, wie fühlt sich der Einzelne. Und dadurch wird er zum Steuerer des Geschehens. Also eigentlich etwas, was ihm sehr seine Freiheit und seine Berücksichtigung garantiert. Also das mal zur Veranschaulichung noch, warum man davor vielleicht wenig Angst haben muss. Ich will aber auch anregend nochmal eingehen, weil da hatte der Herr Professor Wallach ja auf mich auch geantwortet. Woran liegt es letztlich, dass da diese falsche, kurzsichtige Orientierung drin ist? Und die ist ja nicht nur bei den Politikern, die korrumpiert sind, die ist nicht nur bei den Konzernchefs, die ist nicht nur bei den Lebensmittelhändlern, die uns den Zucker verkaufen und nicht nur bei den Ärzten, die uns symptomunterdrückend behandeln, sondern die ist ja im Einzelnen auch selbst drin in seinem Kopf. Diese Kurzsichtigkeit, diese kurzsichtige Vorteilssuche, dass er überhaupt eben denkt, der Zucker tut mir jetzt gut. Oder dass er nicht so weit denkt, dass er auch der Mitregisseur der politischen Verhältnisse ist. Also Sie haben da völlig recht, dieses mechanistische Weltbild, der Mensch, man drückt auf einen Knopf und dann kommt eine Reaktion, die geschieht entweder automatisch oder sie ist nur so kurzfristig angelegt, das reduziert den Menschen. Das nimmt ihm die Möglichkeit einer geistigen Weite, eines Verantwortungshorizontes, der weit über den Augenblickskick hinausgeht, auch bis zur Verantwortung im Ganzen. Und das wäre auch mehr, als es bei Toyota dann ist, denn die Alternativen kennen seit Jahrzehnten den Verantwortungsspruch global denken, lokal handeln. Und das ist mehr als wir dienen unserem Land, wir dienen unseren Arbeitgebern oder wir dienen dem Toyota-Konzern. Das ist ein noch viel weiterer Verantwortungsbegriff, zu dem wir Menschen fähig sein könnten. Und wir wissen alle, das wäre der eigentlich richtige Verantwortungsbegriff. Aber wie könnte der in die Köpfe rein? Ich stimme Ihnen auch zu, Herr Wallach, der ist total tabuisiert. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sehen wir, wie das Korruptionssystem die Ansätze sogar auch unterdrückt, dass die Horizonte wirklich weit werden könnten. Aber nur als Anregung jetzt, was für mich persönlich mein ganzes Leben umgekrempelt hat, es gibt diesen Verantwortungsbegriff. Wir kennen ihn nur fast alle nicht. Das ist in der Entwicklungspsychologie das sogenannte Post-Conventional Level, das nachkonventionelle Bewusstsein. Dass man nicht blind irgendwo hinterher rennt oder nur dem Augenblickseffekt folgt, sondern so weit wie die eigenen Folgen reichen mitdenkt und verantwortlich sein will. Aber die meisten Menschen kennen das gar nicht und haben nicht diese Orientierung und sie wird uns auch, weiß Gott, nicht anerzogen, sondern eher tabuisiert in der Gesellschaft. Und da sehe ich einen Schlüssel zur Lösung der Probleme. Denn auch bedingungsloses Grundeinkommen oder Grundgehalt, es hat die Menschen noch nie besser oder verantwortlich gemacht, ihnen nur Geld in die Tasche zu stecken. Sondern Verantwortung entsteht nur durch echte Verantwortungsbildung. Also dass wir diese geistige Reife und diesen Verantwortungshorizont auch direkt thematisieren und gucken, wie kann das ins Bewusstsein der Menschen eingebracht werden. Okay, aber das mal als Anregung. Ja, das als Anregung. Und da der Herr Professor Wallach ja um
circa 10 Schluss machen möchte, wie um seine Frau zurückzurufen, ganz kurz die Frage. Ich finde das als Brainstorming für die Basis, Partei, die Basis, Herr Professor Bergholz, wir würden Ihnen die Originaldatei schicken, weil Frau Mesli wird versuchen, das an die Basissender, Kanäle in YouTube weiterzureichen. Und wenn Sie das auch an die bei Ihnen umliegenden Sender weiterreichen würden, ich finde es die Sendung bis jetzt eine tolle Anregung. Wir können das wahrscheinlich auch gar nicht ganz ausdiskutieren. Wozu neigen Sie? Weitermachen, wenn Professor Wallach nachher gehen möchte? Oder dass wir jetzt eine Schlussrunde machen, jeder eine Minute, nochmal seinen wichtigsten Gedanken nennt und dass wir dann sagen, ja, lassen wir es für heute gut sein und setzen wir später fort. Also ich werde weiterhin Einladungen verschicken, dass wir eine ähnliche Besetzung wieder hinkriegen, vielleicht mit Dr. Spitzbartz nächste Mal auch noch. Also wer hat was dagegen, wenn wir jetzt Schlussrunde machen und dadurch Herrn Professor Wallach ein bisschen entgegenkommen und ihm ist sowieso danken, dass er es geschafft hat, heute hier zu sein. Ja. 2 Stunden sind auch eine satte Zeit. Ja, dann bitte Schlussworte. Wer möchte anfangen? Ich würde sagen, ich fange mal an, oder? Ja. Gern. Also, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Und von daher bin ich nach wie vor sehr, sehr skeptisch, was dieses Wohlfühlstimmensystem angeht. Weil ich glaube, das klingt furchtbar gut, ist aber nicht gut durchdacht. Es stimmt einfach nicht, dass sich solche Sachen durch statistische Dinge ausmitteln. Braucht nur der Alnatura-Markt neben dem 5G-Masten stehen und alle Leute, die dort einkaufen gehen und hingehen, fühlen sich schlecht. Dann kriegt der Alnatura-Marktleiter schlechte Noten, nicht weil er schlechte Lebensmittel verkauft, sondern weil es den Leuten wegen was anderem schlecht geht. Und das lässt sich multiplizieren, solche Systeme. Ich finde auch, dass die extrem anfällig für Missbrauch sind. Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, über öffentliche oder nicht öffentliche Kanäle das zu missbrauchen. Deswegen, ich bin da überhaupt nicht überzeugt davon, muss ich gestehen. Aber ich lasse mich gerne überzeugen, wenn ich mal sehe, dass das funktionieren sollte. Vielleicht müssen wir es einfach mal versuchsweise irgendwo ausprobieren und schauen, was passiert. Ich bin immer ein Fan von irgendwelchen Feldversuchen. Und von daher würde ich sagen, the jury is out. Wir wissen es nicht genau, man muss es ausprobieren. Damit würde ich mich, glaube ich, für heute verabschieden und sage danke für die Möglichkeit, da mitmachen zu können. Ja, ja, wir danken. Dann mache ich mein Schlusswort, Herr Professor Wallach, dann hören Sie das auch. Ja, natürlich noch, es wäre nett, wenn Sie noch ganz bis zum Ende bleiben. Ganz kurz, also nur meine Minute. Stellen Sie sich vor, Alnatura und daneben haben Sie gesagt, der Strahlenmast. Jetzt haben Sie aus meiner Sicht vergessen, dass die Firma mit dem Strahlenmast, die für den verantwortlich ist und die Verantwortung trägt, dass deren Verdienstzuschüsse ja abhängig gemacht davon werden, wie sich die Anwohner rund um die Masten, die Menschen rund um die Masten entwickeln vom Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit. Und dass diese Firma dann, dass wir herausfinden, dass dieser Mast schädlich ist und dann kriegt diese Firma praktisch keinerlei Verdienstzuschüsse mehr und wird diesen Mast sofort abbauen. Ja, oder wird sogar mit dieser Technik aufhören, weil wir das detektieren mit diesem System. Und genauso wie wir zum Beispiel ein giftiges Biobrot oder ein giftiges, also bei der Felber kann zum Beispiel auch glückszerstörende Elemente in unserem jetzigen System nicht detektieren. Und wir haben aber mit diesen Techniken könnten wir alles detektieren und all diese Zusammenhänge, die Professor Wallach jetzt zu Recht angesprochen hat, die können wir rausfiltern und können da die alle unterbinden, weil wir die Schädlichkeit dieses Mastens feststellen können, messen können, denn das wird sich auch auf die Anwohner auswirken, gesundheitsschädlich, und dann wird diese Firma die Masten abbauen oder sie geht pleite. Eine andere Wahl hat sie nicht. Aber ich fand es ein tolles Brainstorming, inspirierend für die Partei, die Basis, und Fortsetzung sollte folgen. Ja, oder? Ich gebe weiter an die nächste Person, die ihr Schlusswort sagen möchte. Ja, Herr Bergholz, wollen Sie vielleicht? Gerne. Also, was wir vorhaben, ist nichts
Geringeres als ein Systemumbau. Wenn ich große oder kleine Änderungen mache, dann gibt es mehrere Sachen, die man normalerweise durchziehen sollte. Eine Risikoabschätzung, ob was denn die eingebauten Risiken sind. Da gibt es so ein Ding, das nennt sich Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse und dass man auch alles berücksichtigt. Da gibt es auch wieder so ein Werkzeug, das nennt sich auch Fischgrätendiagramm. Also so eine komplexe Ursachen-Wirkbeziehung. Das kann also sich verästeln, so ähnlich wie der Baumstamm, an dem kommt alles raus und dann gibt es die Hauptäste, die Nebenäste und so weiter. Das ist also auch eine eingeführte Technik, sodass man nochmal es relativ systematisch hinbekommt, zu erfassen, was passiert da eigentlich. Der nächste Schritt wäre dann, dass man mehrere Alternativen hätte und dann sowas wie eine Entscheidungsanalyse macht. Das wird mir jetzt vorschweben. Wenn ich Gesundheitsminister wäre, also der Nachfolger von Jens Spahn, dann würde ich genau sowas in die Wege leiten. Das war mein Schlusswort. Alle bitte nach rechts rücken ein bisschen, weil wir jetzt eine veränderte optische Situation haben. Immer unter mich quasi. Herr, nächstes Schlusswort. Frau Mesli oder Herr Wagner? Erst Frau Mesli? Gerne, ja, gerne. Also im Prinzip bin ich der Meinung von Professor Wallach. Also man müsste wirklich mal einen Feldversuch starten. Denn wenn Sie das, Herr Dillen, Ihr Konzept jetzt auf ganz Deutschland ausweiten wollen, ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Und bei Toyota gab es ja auch immer dieses Konzept Trial and Error, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, genau. Und die haben ja immer irgendwas ausprobiert und dann kleine Stellschrauben verändert, dann wieder getestet, Stellschrauben verändert und so weiter und so fort. Also ich bin für alle Tests offen, sowohl beim bedingungslosen Grundeinkommen bin ich sogar offen für eine kleine Region, die Wohlfühlstimme in einer kleinen Region. Sowas muss man dann testen. Aus meiner Sicht wird das funktionieren, aber testen, testen. Genau, also ich bedanke mich für die schöne Diskussionsrunde, wünsche allen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann sage ich auch noch mein Schlusswort. Ja, ich glaube, solche Experimente würden uns sehr bereichern. Es gibt ja auch dieses Wunder von Wörl oder wie es heißt, wo ein anderes Geldsystem mal ausprobiert wurde und am Ende wurde es wieder abgewürgt, weil es zu gute Effekte hatte aus Sicht der Regierung. Und damit komme ich aus meiner Sicht zu dem, was uns am meisten vergiftet oder auch eben was die größte Vergiftung ist, damit diese Experimente eben nicht, wodurch diese Experimente nicht zustande kommen, wodurch uns diese Freiheit nicht gegeben wird. Denn das ist nicht der G5 Pfahl neben dem Supermarkt, sondern das ist die nicht vertrauenswürdige Regierung. Und ich glaube, da liegt eben ein Schlüssel, der wäre von enormer Bedeutung. Wir hatten eben das, wie groß wird die Weite des Verantwortungsbewusstseins des Menschen. Ich hatte aufs Post-Conventional Level hingewiesen und das besagt im Prinzip, ich renne nirgends mehr blind hinterher und folge nicht nur Augenblicksimpulsen, sondern ich versuche langfristig verantwortlich zu denken. Soweit wie die Folgen meines Verhaltens reichen, soweit will ich denken und dann kommt global denken, lokal handeln und sowas raus. Und ich will nur mit einem Satz noch sagen, warum das die Regierungen so schrecklich finden und warum das so unterdrückt wird, dieses Verantwortungsbewusstsein. Ein Mensch, der seinen Steuerruder in die Hand nimmt und will es aufs Ganze gesehen verantwortlich handhaben, der wird sich fragen, habe ich mein Steuerruder überhaupt oder ist mir das schon lange abgenommen worden? Dass die Regierung in meinem Namen den größten Mist baut und sagt, sie ist von mir dazu beauftragt, macht es eben in meinem Namen. Und der verantwortliche Mensch wird zu dem Ergebnis für sich kommen, ich darf meinen Steuerruder nie mehr an andere abgeben, wenn sie mich vorher nicht richtig fragen und wenn sie mich nicht mit Verantwortungsgründen überzeugen können. Ich darf meinen Steuerruder nicht an unverantwortliche Menschen abgeben oder verantwortungsunreife Menschen. Und würde solches Verantwortungsdenken in die Köpfe kommen, dann räumt es sofort ab mit unserer politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ja, ich denke, dann haben wir wirklich eine sehr spannende Diskussion heute Abend gehabt. Ja, und vielleicht die Kurzbemerkung, bevor wir die Verabschiedung machen, nochmal. Die Basismitglieder, Ernährungsberaterin Mesli, Professor Bergholz, erhalten von mir über wietransfer.com das Original der Dateien zur beliebig often Wiederholungssendung bei die Basiskanälen aller Art. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, und die Einladungen für Fortsetzungen kommen. Vielleicht, Professor Bergholz, vielleicht eine Kurzmail, wann Sie könnten mal wieder.
wieder, wenn sie es auch so spannend fanden und so gut fanden wie wir, dann fortsetzen und gerne Parteifreunde damit dazuladen und so weiter. Also gern auch ganze Parteienmengen. Mal gucken, wie wir bei Google Chrome reingehen, bei Google Meet. Ja, also ja, sind alle zufrieden soweit? Das können wir uns alle verabschieden? Frau Mesli, jetzt Sie als Gastgeberin von der als Basismitglied noch Ihr Abschiedswort als Gastgeberin? Ja gut, also ich verabschiede mich jetzt von Ihnen allen und wie schon vorhin gesagt, wünsche ich einen schönen Abend, bedanke mich und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Tschüssi alle zusammen, tschüssi alle zusammen, bis bald. Professor Bergholz, gell? Ja, so.